Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4 Fortsetzung. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und heute will ich mal wieder das Ödland zusammen mit euch erkunden. Weil in den letzten Folgen haben wir genug hier in Sanctuary rumgebastelt. Und deshalb würde ich sagen, machen wir heute wieder weiter in der im Ödland. Mal einfach so ein bisschen erkunden und hoch. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer erstklassigen Arbeit. Aha, dankeschön. So, rein in die Power-Rüstung. Ja, redet doch nicht alle gleich durcheinander. Einer nach dem anderen, bitte. So, Ada, wo bist du? Kommst du wieder mit? So. Jetzt schauen wir als erstes mal, wo wir denn... Warte mal, wo können wir denn noch ein bisschen was... Hier oben, hier schaut es noch leer aus. Parsons State Irrenanstalt. Da schauen wir mal rein. So, ich nehme die ganze Folge jetzt hier am 30. Juni auf. Und los geht's schon wieder. Hier, mein... Achso, jetzt dachte ich schon, mein Wetz funktioniert nicht mehr. So, komm mal her. Hey. Moment mal. So, wo liegt er denn? Hier. Elektromagnetische Kartusche. Sehr gut. So, wer schießt denn da noch rum? Hier ist noch ein Söldner. Ja. Ja gut, Stufe sehr schwer. Heißt nicht umsonst sehr schwer. Ich möchte noch warten, bis er ein bisschen hier näher herläuft. Herrschaftszeiten. Nein, jetzt habe ich keinen Aktionspunkt mehr. Warte mal, muss ich so machen. Wer schießt denn da noch auf mich? Da ist hinter mir wieder einer. Moment. Hörst du auf? Da ist noch einer. Achso, das ist die Ada. Versteck dich nicht. Ich habe dich schon gefunden. Moment mal. So, sehr schön. Jetzt haben wir den fertig gemacht, dann den anderen fertig gemacht. Den muss ich jetzt noch ausräumen, den anderen. Wo liegt er denn schon wieder? Ja, Herrschaftszeiten. Seh nix. Hey, halt. Da ist noch irgendwo einer. Aha, der sprintet gerade. So. Yeah, Level 64. Das bedeutet, ich kann endlich kritische Sparer machen. Was hatte der bei sich? Ui, was ist denn das? Das Präzisionsschützen mächtig Kampfgewehr. Gar nicht schlecht, aber ich habe gar nicht so viel Platz in meinem Inventar, um das dann wieder zu verkaufen. So. Sehr schön. Stimpack. Und dann machen wir ein Level up. Ja, kritischer Sparer. Ach, Enter muss ich. So, wie viel kann ich denn aufsparen? 3 kritische Treffer, 4 kritische Treffer aufsparen. Dann habe ich insgesamt 5 zur Verfügung. Sehr schön. Jawohl. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Weg hineinfinden. Natürlich hier durch den Haupteingang. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Entsperren Schlüssel erforderlich. Och, okay. Wo finde ich denn hier den Schlüssel? Ja, wo denn? Okay, du hast es entdeckt. Wer schießt denn da? Da ist er. So, komm. Kronkorken, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, dann brauchen wir jetzt irgendwo einen Schlüssel. Oder es wird von einem anderen Ort entsperrt. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Und ich schaue
auch, dass ich jetzt die Folgen wieder so 30 Minuten lang mache. Und die letzten Folgen, die waren ja schon ein bisschen sehr lang. Also 40 Minuten ist schon ein bisschen arg lang. Impulsmine brauche ich keins. Amateurfunkbox lässt sich nicht einschalten. Okay. Ada, du könntest mal nach dem Schlüssel suchen gehen. Schlüssel suchen. Das erinnert mich an Pinefield Drive. Ob das hier auch so eine ähnliche Irrenanstalt ist wie in Pinefield Drive? Damals unten im Keller? Ich will gar nicht dran denken. Da gruselt es mich ja schon wieder. Ja. Warte mal. Ada? Ada? Hey. Guck dir das an. Oh, hierher. Hier drüben. Warte mal, muss ich mal ein bisschen schneller laufen hier. Ach, Ada. Komm, lauf mal ein bisschen her. Komm her. Ich kümmere mich darum. Hier. Kein Problem. Schau's dir an. Schau mal nach. Da drüben. Guck dir das an. Schau's dir an. Schau mal nach. Okay, funktioniert also nicht. Jetzt muss ich doch wieder suchen, ob ich hier einen Schlüssel finde oder was ähnliches, mit dem ich die Tür aufmachen kann. Vielleicht kann ich auch irgendwie durch den Boden oder durch irgendeinen Tunnel rein, glaube ich aber eher nicht. Also hier geht's schon mal nicht. Ja, wer bist du? Söldner, der macht noch nichts. Sieht der mich nicht? Entdeckt, versteckt, entdeckt. Der ist mir feindlich gesinnt, macht aber nichts. Hä? Muss ich das verstehen? Ja, jetzt wollte ich gerade reden. Jetzt wollte ich gerade mit dem reden. Mann, Ada. Du gehst aber auch gleich drauf, wenn du irgendwas siehst. Der hat sich überhaupt nicht bewegt. Gut, war wahrscheinlich ein Spielebug. Nehme ich jetzt mal an. Kann ich vielleicht hinten rum durch? Noch eine Hubblume. Ich muss mal Licht anmachen. Ich sehe hier gar nichts. Halt. Da brauche ich Fernlicht dazu. Kleidung. T60D-Helm. So. Naja, so richtig in die Ferne strahlt es nicht. Das ist bloß ein bisschen heller. Da sitzt noch jemand. Das hier soll ein Rasenmäher sein, so es ausschaut. Warte mal, wird von einem anderen Ort geöffnet. Vielleicht muss ich darüber. Wird es vielleicht von hier aus geöffnet? Jetzt sind neue Sachen drin. Sehr schön. Ja, das macht natürlich auch. Ach so, gut, da ist ein Tor. Dann macht die Tür natürlich auch Sinn. Jetzt wollte ich gerade sagen, macht ordentlich Sinn, diese Sicherheitstür hier, wo doch das Tor offen ist. Aber. Beziehungsweise, wo hier ein großes Loch drin ist. Und dann habe ich erst gesehen, dass das ein Tor ist. Dieser Gang hier kommt mir auch irgendwie so vor wie aus Pinefield Drive. Ui, was haben wir denn hier? Ein Teddybär. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Hirnpilz. Jetzt wollte ich schon beinahe sagen, hier haben wir Meyerlurk-Dinger. Aber ich denke, dann wären die Meyerlurks auch in der Nähe gewesen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie einen Weg reinfinden. Hier hinten ist noch ein Gewächshaus. Kein Gästehaus. Da sitzt noch jemand. Da ist ein mutierter Fahrdiener noch mit. Da war ein Radio. Der hat es nicht ganz überlebt. Hier sind noch weitere Söldner. Warum machen die nichts? Warum machen die nicht? Die stehen die ganze Zeit da. Und erst wenn ich ganz nah dran bin, dann fangen sie an anzugreifen. Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, was haben wir hier noch? Einen Springbrunnen, allerdings ohne Wasser drin. Schade eigentlich. Es wäre doch was Schönes, wenn man hier noch einen funktionierenden Springbrunnen drin hätte. Schauen wir uns hier noch so ein bisschen... Was ist das denn da vorne? Was ist denn das da vorne? Das muss ich mir näher anschauen. Was ist das da vorne?
etwas Rotes. Karte. Der Slog. Saugus Ironworks ist es. Das ist der Saugus Hochofen. Das ist Saugus Ironworks, genau. Genau. Schauen wir uns da hinten nochmal um. Aber vielleicht sollte ich so ein bisschen in Richtung Boston gehen. Da, glaube ich, bekommen wir noch die schönsten Kämpfe zusammen. Und noch am meisten Erfahrungspunkte. Weil ich möchte natürlich meinen kritischen Sparer noch weiter ausbauen. Das Präzisionsschützen, mächtig Kampfgewehr. Die stehen mehr so auf Kampfgewehre, habe ich den Eindruck. Die Gunner oder die Söldner hier. Sonst haben wir hier nichts mehr. Nichts, was uns irgendwie die Parsons Irrenanstalt öffnen könnte. Müsste ich mal in die Anleitung reinschauen, in mein schlaues Buch, weil ich habe hier das Lösungsbuch neben mir liegen. Mit der Parsons Irrenanstalt, was ist, wie ich da reinkomme. Büro? Bürotür? Kein Büro drin, okay. Na gut, dieses Büro wäre aber auch ein bisschen klein für einen Schreibtisch. Und was natürlich in keinem Büro fehlen darf, das ist die obligatorische Couch. Das Sofa. Die Sofaecke gehört in jedes Büro. In jedes gut sortierte Büro. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Ui. Bin ich so dünn, dass ich da durchkomme? Nicht schlecht. Dachte ich schon, ich komme da überhaupt nicht durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie finde ich hier nicht so wirklich den Schlüssel zur Parsons Irrenanstalt. Das heißt, wir laufen jetzt wieder raus. Schauen wir mal, ob wir hier draußen ein bisschen was erforschen können. Was haben wir denn hier oben? Da haben wir noch eine alte Fabrik. Ich mache mal schnell das Licht aus. Man kann ja nie wissen. Schauen wir mal auf die Straße, ob nichts kommt. Was ist denn das da drüben? Das schaue ich mir mal an. Was ist das? Da brennt doch was. Was ist... Hä? Was ist denn das hier? Was ist das alles? Lynn Woods. Okay. Aha. Ein Stolperdraht. Kann ich den irgendwie entschärfen? Ja. Funktioniert. Kann ich entschärfen. Wo wäre da irgendwas... Irgendeine Falle gewesen oder sowas? Hier ist nichts. Sollte ich Licht anmachen? Nein, ich lasse es mal lieber aus. Bierflasche. Na, ich glaube, mit Bierflaschen kannst du nicht wirklich was als Ersatzteil anfangen. Wobei natürlich Bierflaschen sich als Ersatzbierflaschen ganz gut eignen würden. Um wieder neues Bier einzufüllen. Wobei man sich dann auch fragen kann... Das schalte ich doch nicht ein, das ist eine Sirene. Mit mir spielen, was? Okay, dann können wir es auch gleich voll machen. Ich bin hier oben. Warte mal, die hat keine Reichweite, die lang genug ist. Reichweite 263, Präzision 103, 215, 109, 106, 112. Lasermuskete. Die nehmen wir hier. Weiß nicht, ob ich die schaffe. Ja! Warte. Oh! Jetzt habe ich die Todeskralle aufgeweckt. Nicht gut. Das macht ja natürlich überhaupt nichts aus, aber wie will die denn auf mich losmarschieren? Warte mal, bis die kommt, das dauert auch ein bisschen. Schau ich mal. Was? Noch weitere Todeskrallen. Ah, warte mal. Ich lasse die Todeskrallen für mich arbeiten. Alter. Jetzt weiß ich, was hier so gefährlich ist.
Ey, da. Warte mal. Warte mal mit dem Schießen. Schade, dass wir jetzt kein Tageslicht haben. Oder mit einem Fatman rund. Moment mal, habe ich da einen da? Tatsächlich. Ein Mini-Atombomben nur noch. Naja, da brauche ich jetzt die Atombomben auch nicht mehr verschwenden. Splittergranate. Warum nicht? Weiß nicht. Sind da noch Todeskrallen unterwegs? Ich sehe keine mehr. Da hinten. Aber ich glaube, warte mal, kann ich das so weit schmeißen? Die explodiert schon in der Luft. Kann ich hier? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die fliegt zu weit. Die fliegt zu weit. Die fliegt zu tief. Also ich bin da überhaupt nicht gut im Zielen. Jetzt habe ich da noch eine weitere. Die haben wir geschafft. So, jetzt sind sie leer. Den haben wir noch. Da müsste... Irgendwo ist da noch eine. Da hinten ist noch eine. Ah, nicht wirklich geschafft. Halt, falsche Taste. Muss nicht genau treffen, aber halt in die Nähe irgendwo. Ja, das funktioniert auch schon. Ein Zielcomputer wäre da jetzt nicht schlecht. Läuft sie denn? Da hinten ist sie irgendwo. Da hinten in ihrem Versteck. Soll ich runtergehen? Ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich kann Fallschaden machen, wenn ich dann hier runterfalle. Wo ist sie denn jetzt? Warte mal, muss ich mal... Habe ich hier den BFG? Aber ich glaube, der hat keine Ding drauf, oder? Nee. Erlöse Fatman Molotov-Raketenwerfer. Mein Gaussgewehr. Prototyp. Doppelschützengewehr. Warte mal. Nee, das ist gar keine Höhle. Wo könnte sie nur sein? Ich sehe sie nicht mehr. Hier ist sie nicht. Da hinten irgendwo? Nee. Jetzt mal Ruhe. Wo könnte sie sich noch versteckt haben? Irgendwo sitzt sie auf jeden Fall noch. Was ist das hier? Wieder bloß ein Blatt, sowas. Und hier? Was man hier so alles entdecken kann. Das sieht aus ein bisschen wie ein Mr. Handy. Da läuft sie. Aber es reicht nicht weit genug. Ja, ich will sie zu mir herlocken. Damit ich Fallschaden machen kann. Hey. Nicht weglaufen. Ich will Fallschaden ausprobieren. Ich hab sie noch. Da hinten läuft sie. Ja, genau. Jetzt ins Wasser gehüpft. Da hinten läuft sie weiter. Zu weit weg. Okay.
Dann gehen wir mal runter. Wenn sie jetzt wieder auftauchen sollte, haben wir trotzdem noch, denke ich, gute Chance. Dass ich das Schloss knacken kann. Ey, Ada? Hey. Kriegst du das auf? Sieh mal, was du tun kannst. Okay, wer schießt denn jetzt schon wieder? Was sagst du? Kannst du das öffnen? Warte mal. Der Raider-Veteran, jetzt kommen die wieder. Nochmal ein bisschen warten. So, jetzt. Jetzt kann er sich schön verbrennen. Da ist noch einer. Wieder zu wenig Scheibenkleister. Aua. Warte mal, ich nehme mal schnell ein Stimpack. Natürlich habe ich Chance auf den Treffer. Hier, siehst du doch. So, da haben wir eine Todeskralle. Hatte die was bei sich? Turmkorken. Hey! Fluchen tut man nicht. Fluchen tut bloß ich. Und tun tut man auch nicht. Darf ich einen kritischen Treffer verwenden? Ja, komm. Einer. Einen können wir hernehmen dafür. Na komm her. So. Fliegt ganz schön weit. So, Superhammer. Oh, eigentlich keine schlechte Nahkampfwaffe. Aber ich glaube, den lasse ich trotzdem liegen. Immer noch ein brennendes Auto. Kann man sich schön aufwärmen. Ach Quatsch, kein brennendes Auto. Ein Lagerfeuer ist das. So, was hatte der alles bei sich? Nette Sachen. Splittergranate. Jetzt haben wir hier ein rauschendes Quarkradio. Ein Quarkio. Hier ist nichts drin in dem Kühlschrank. Schlafsack. Und sonst. Ada, mach mal das Ding auf. Ada. Wo ist sie denn schon wieder? Wo ist sie denn? Ah, da läuft sie. Da läuft sie. Ada, komm mal her. Hey. Das Schloss muss geknackt werden. Ada, jetzt ist nicht die Zeit, um zu tanzen. Öffne das Schloss. Kriegst du das auf? Oh. Geh dorthin. Sieh mal, was du tun kannst. Kannst du das öffnen? Das Schloss muss geknackt werden. Ach, Ada. Na gut, dass ich noch einen übrig hatte. Einen kritischen Treffer. Ich muss es noch auskillen, dass ich mit dem kritischen Treffer mehr Schaden anrichten kann. Ja. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob ich sie jagen soll, aber in Gedenken an die Bruderschaft, die dann alles gejagt hat. Nö. Muss nicht sein. Ja, da mache ich dann weiter, wenn es soweit ist. Hey. Ada? Kriegst du das auf? So, Ada, jetzt mach mal das Ding da auf. Sieh mal, was du tun kannst. Ada, komm. Kannst du das öffnen? Mach das Ding auf. Wie oft denn noch? Da ist bestimmt super das Material Schloss drin. Muss geknackt werden. Mann, Ada. Hallo. Mach endlich. Kriegst du das auf? Sieh mal, was du tun kannst. No. Ich komme mir vor wie der Affe, der sich beide Augen zuhält. Kannst du das öffnen? Es gibt's doch nicht. Das Schloss muss geknackt werden. Ada. Kriegst du das auf? Mann, ey, die macht mich wahnsinnig.
Die Ada macht mich wahnsinnig. Also gut, dann geht's halt hier nicht weiter. Ist ja gleich neben der Parsons-Irrenanstalt, also sollten wir vielleicht bald wiederfinden. Dann habe ich hier noch was gesehen. Achso, das war das Saugus Ironworks. Aber ich habe hier noch was gesehen. Das war gleich da hinten irgendwo, oder? Nun ja. Halt, 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 halt. Ich habe keinen kritischen Treffer mehr. Mist! Aua! Nein, jetzt habe ich keine Aktionspunkte mehr. Warte mal. Aber haben wir. So. Sie kann tatsächlich wieder. Aber nur für ihren letzten Schrecken. Finden wir hier noch irgendwas? Da hinten ist noch was, oder? Naja, nicht wirklich. Aber wir sollen, also wenn ich hier noch was Interessantes finden soll, glaube ich, dann muss ich Richtung Boston laufen. Halt, da haben wir jetzt noch eine Fabrik. Die schaue ich mir noch an. Da gehe ich noch hin. Da gehe ich in dieser Folge noch hin. Und in der nächsten Folge schauen wir sie uns dann gemeinsam an. Wie viel kann ich eigentlich noch tragen? Naja, das geht noch. Mein Kater sitzt gerade neben mir und schläft im Sitzen, so wie es ausschaut. Er hat auf jeden Fall die ganze Zeit seine Augen geschlossen. Und das ist also die Parsons-Molkerei. Und was uns da erwartet, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. Und wenn ihr keine Videos und keine Livestreams verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet auch die Glocke dazu ein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer.